willkommen zu einer weiteren Folge hier mit dir, mit meinem Bundesbruder Lothar Beierlautzer alias Göll. Lieber Bundesbruder Göll, zum Wohl. Zum Wohl. Unser Bundesbruder Göll hat uns heute zahlreiche Krüge der Penalburschenschaft Germania zum Monza 1884 zu Gronach mitgebracht. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir die beide nach und nach im Wechsel so vorstellen. Ich fange mal an. Ich habe hier den Krug zum ersten Stiftungsfest der damaligen Penalburschenschaft Germania Granach zu Gronach. Relativ einfach gehalten in Farbe, schwarz-weiß-rot, unsere Farben mit Zirkel und dementsprechend eben Hellenzieher auch in schwarz-weiß-rot. Kam damals 1993 zum ersten Stiftungsfest raus. Bundesbruder Göll, was hast du dabei? Nun, ich habe den Krug zum zweiten Stiftungsfest. Ist einfach gehalten, eine Charge und Vollwegs, plus den Schriftzug 92 bis 94. Dann mache ich weiter mit dem dritten Stiftungsfest der Germania Granach und gleichzeitig dem 111. der Schülerverbindung Franconia Solmontia 1884 zu Sonneberg. Die beiden sehr schön gestalteten Wappen wurden von unserem Bundesbruder Matthias Sesselmann alias Loki gezeichnet. Auf der einen Seite schwarz-weiß-rot für Germania Granach mit einer Rose als Hellenzieher für die Stadt Gronach und auf der anderen Seite blau-gold-rot mit dem Zirkel der Franconia Solmontia und zwei Bärenklau als Erinnerung an die Stadt Sonneberg. Bundesbruder Göll, so. Nun hier zum 112. Stiftungsfest der Ferialverbindung Franconia Solmontia zu Sonneberg. Und hier zum vierten Stiftungsfest der Penalburschenschaft Germania Granach zu Gronach. Hier das Wappen der Stadt Gronach, darunter der Zirkel von Germania Granach. Hier das Stadtwappen von Sonneberg, oben der Zirkel der Ferialverbindung. Sehr schön, dann mache ich weiter. 1997 dann kamen zahlreiche Verbindungen nach Gronach. Im APR war sowohl die Franconia Solmontia als auch die Germania Granach. Man sieht dementsprechend den APR-Zirkel in der Mitte und zu diesem Penäletag wurde dieser Krug herausgegeben, zeitgleich mit dem 113. Stiftungsfest der Schülerverbindung Franconia Solmontia zu Sonneberg und dem damals fünften Stiftungsfest der Penalburschenschaft Germania Granach zu Gronach. Bundesbruder Göll, was hast du als nächstes? Nun, im nächsten, da sehen wir drei. Zum einen das Logo in der Mitte, das ist vom Förderverein. Dann wieder den Zirkel der Germania Granach und den Zirkel der Franconia Solmontia. Und zwar ist es gemacht worden zum ersten Fusionsfest. Also man muss dazu wissen, dass 1997 Germania Granach und die Schülerverbindung Franconia Solmontia 1884 zu Gronach fusioniert sind, zum heutigen Bund Penalburschenschaft Germania Solmontia 1884 zu Gronach. Und da gab es dann auch das erste Grüble, welches beim 115. Stiftungsfest das neue Logo zeigt. Auch hier, wir haben zwei Farbenschläge, in der Mitte den Zirkel der Penalburschenschaft Germania Solmontia 1884 zu Gronach und links und rechts die zwei Farben, schwarz-weiß-rot, als insgesamte Bundesfarben und als frühere Bundesfarben der Germania Granach und auf der anderen Seite blau-gold-rot als Farben der Schülerverbindung Franconia Solmontia 1884 zu Sonneberg. Also wie gesagt, dieser Krug 115 gab es dann das neue Wappen, das neue Logo, wurde dann 1990, oder? Ja, ja. Ja, dann nach 20 Jahren Pause haben wir diese Tradition wieder fortgesetzt. Es war im Jahr 2019 wieder das Logo, wieder verschiedene Wappen und der Zirkel in der Mitte, zwei Säbel, Kreuz, Eichenlaub. Und dann kommen wir vielleicht zu den Krügen. Wir sollten vielleicht bei der Gelegenheit gleich nochmal wieder trinken. Zum Wohl. Zum Wohl.
Punktgleich haben wir in der Hand. Hier wieder das Logo, nun erweitert um eben auch diese frühere penale Tafelrunde, die damals die Franconia Sol Montserrat aktiviert hat. Hier unten die Farben der Penalburschenschaft Cherusker Brünn zu Kronach. Und nachdem hier das 115. Stiftungsfest zu feiern war, auch unten die Farben Cherusker Brünns mit dem entsprechenden Zirkel. Soweit zunächst einmal die Stiftungsfestkrüge. Und unser Bundesbruder Sköll hat uns jetzt noch eine Besonderheit mitgebracht, weil sich 2020 noch was anderes hier ereignet hat. Nun ja, das war der Mensurtag in Kronach. Und zwar fand er am 3. Oktober statt. Nachdem er sich mindestens zweimal verschoben hat, eigentlich sollte das schon im Frühjahr sein, dann kam Corona und dann wurde das wieder verschoben, dann der Lockdown, dann wurde das wieder verschoben und dann im Oktober, da hatten wir Glück, da konnten wir das noch dann durchziehen. Allerdings war das Problem, dass unsere Freunde aus Österreich nicht kommen konnten, weil die haben einfach Ausreiseverbot. Gut. Ich denke, dann haben wir einen Überblick gewonnen über die ganzen Krüge. Zum Schluss würde ich gerne noch einmal mit dir trinken. Lieber Bundesbruder Sköll, schön, dass du wieder da warst. Zum Wohl.